anbauen ohne Erde und ohne Garten. Hier finden 17 Pflanzen Platz. Du kannst hier Gemüse anbauen, Blumen oder auch Kräuter anpflanzen. Alles ist möglich. Ich zeige dir in meinen Videos, wie man das genau macht. Angefangen von dem weißen Turmbiegen, dann wie man den Behälter baut und am Ende die Wasserversorgung. Viel Spaß beim Schauen. So, schauen wir mal, ob wir schon drauf sind. 8 Leute sind schon drauf. Ich muss selber erstmal drauf kommen. Schreibt mal bitte, ob ihr Ton habt. Ja, heute bauen wir mal solche weißen Pflanztürme. Ihr seht es schon im Hintergrund. Ja. Neues Material. Also früher habe ich es ja hier mit HT-Rohren gebaut. Ja. Und die sind aber nicht UV-beständig. Ich habe mir neues Material organisiert, Regenrinnenrohre. Die sind UV-beständig, die halten ewig. Und ist natürlich sehr sensibel, das Material. Also wenn ihr da jetzt das zum ersten Mal macht, da könnt ihr, habe ich mein altes Rohr da? Wahrscheinlich nicht. Ja, da macht das wahrscheinlich, kauft ihr gleich noch ein zweites, weil ihr das nicht hinbekommt. Ich zeige es euch, wie es genau geht. Wenn ihr Fragen habt, haut es in die Kommentare rein. Ich habe natürlich hier auf meiner Homepage, seht ihr das? Ja, frankisgarten.de. Im Detail vom Auspacken über Werkzeug, was ihr braucht. Hier geht es über Standorte, was ihr anpflanzt, wie viele Löcher ihr reinmacht. Ne? Und könnt ihr euch genau mal anschauen, wem das interessiert. Bis hin zum Biegen. Das Material, was ich jetzt hier ja, filme live, stelle ich natürlich dann auch den Live-Dreh auf YouTube drauf. Ich habe hier vorne noch eine Kamera stehen im Breitformat. Könnt ihr gerne auf die Homepage gehen, auf YouTube und mich verlinken. Dann könnt ihr euch, weil die Fragen kommt dann auf jeden Fall. Das könnt ihr euch gar nicht alles merken. Ich versuche auf jeden Fall alles genau zu erklären. Ich habe hier schon mal das Rohr markiert. Das ist natürlich die, also ihr seht die feinen Punkte. Damit wollte ich euch jetzt nicht belästigen, weil das ist langweilig. Wie das geht, könnt ihr dann sehen bei wahrscheinlich das Anzeichnen hier. Einfach drauf gehen und da gibt es dann ganz viele Videos, wie man anzeichnet. Und dann hier drunter sind dann gleich die Rohre, die ihr braucht. Die Marley-Rohre gehen nicht, die es im Baumarkt gibt. Leider, weil die nicht, ja, da kann ich nicht erlesen, sage ich mal so, dass das UV-beständig ist. Ja, vielleicht hat jemand Ahnung davon, ob die wirklich gehen, dann könnte man das im Baumarkt holen. Aber die haben trotzdem noch einen anderen Durchmesser. Die Marley-Rohre sind nochmal 3-4 mm dünner. Ne? Bin hier sehr zufrieden mit die Regenrinnenrohre. So, fangen wir mal an. Wenn man am Ende dann hier biegt, werden die Löcher hüben und drüben versetzt sein. Deswegen bohre ich jetzt hier nochmal ganz kleine Löcher vor, dass das dann, weil ich ja dann hier sägen werde, dass ich dann einen ganz genauen Abschluss habe, dass die Löcher relativ gerade sind, weil hier sind sie halt so ein bisschen wellenförmig, wenn man so in die Flucht reinschaut. Und das möchte ich jetzt natürlich verhindern. Soll ja auch schön aussehen, ich verkaufe die ja auch. Hier habe ich noch einen Shop mit rangehangen. Aber allererst, ehe ihr irgendwie auf Shop geht, habe ich hier oben ein Beratungstool. Wer wirklich Interesse hat, der liest das sich durch und dann füllt ihr mal aus. Mir ist halt wichtig, dass es bei euch am Ende funktioniert. Und ich möchte euch dann beraten, was für eine Pumpe ihr dann benötigt und für Zubehör. Deswegen erstmal auf Beratung gehen und ja, dann wird es auch. So, fangen wir mal an. Ich bohre jetzt erst einmal schnell vor. Das ist hier das zweite Rohr, wenn ihr das hier seht. Aber wir machen heute nur eins. Und jetzt war es das schon mit Markieren. Und jetzt bohre ich. Also früher habe ich ja anders gebogen. Da habe ich ja hier mit dem Stufenbohrer, wer sich erinnern kann, 30 mm aufgebohrt. Hier komplett. Mache ich nicht mehr, weil ich möchte das ja so bauen. Ich habe ja hier
ich möchte, dass diese Ringe hier reinkommen und dass die Pflanztöpfe wirklich richtig perfekt drinnen sitzen, dass auch kein Wasser rauskommt. Weil bei Hydroponik ist es halt so, man hat Verdunstung und irgendwann ist das Wasser weg. Und man füllt ja Dünger auf damit. Und ich möchte halt auch, wenn ich Wasser nachfülle, muss ich Dünger nachfüllen. Ich möchte auch so günstig wie möglich kommen. Das sind hier gezogene Tomatenpflanzen. Ich habe einfach mal die Geiztriebe abgemacht. Möchte ich für nächstes Jahr probieren, einfach in solche Türme Tomatenpflanzen reinzustecken. Ne? Und ja, fällt auch nicht raus. Neue Bauart ist halt ein bisschen aufwendiger, deswegen zeige ich, wie das geht. Die alte Bauart steht ja hier hinten. Zeige ich nochmal. Zack. Die alte Bauart steht ja hier. Und wir werden dann die Gitternetztöpfe einfach hier so reingesteckt. Aber es sieht halt kacke aus. Es schließt halt nicht ab. Und wenn die Pflanzen zu schwer wären, kippen sie um und fliegen runter oder kippen nur zur Hälfte aus und die Pflanze kriegt kein Wasser mehr. Ja, und dann auf einmal habt ihr eine Pflanze, die ja schlecht aussieht, weil sie halt vertrocknet ist. Deswegen bauen wir das heute neu. Alles schön durchdacht. Und dann könnt ihr das nachmachen. Anleitungen gibt es ja dann bei mir hier auf der Homepage, beziehungsweise die sind ja hier schon drauf. Homepage hier, wer neu dazugekommen ist. Und ich bohre jetzt nur mal an, dass ich die Größe von der Stichsäge kriege. Und dann war es das schon. So, sieht das fürs Erste aus, wer es nachbauen will. Nächstes Jahr baue ich einen ganz großen Hydroponik-Garten. Da kommen einige verschiedene Systeme rein. Und ja, hier mache ich jetzt den Anfang. Das soll dann mal was fürs Wohnzimmer sein. Ich möchte ja auch im Winter anbauen. Und da habe ich mir schon mal was ausgedacht. Ich möchte vielleicht auch die Tomaten, die ihr hier im Hintergrund seht, im Wohnzimmer vielleicht im Winter zu Weihnachten auch mal noch eine Tomate ernten. Ich muss es einfach mal ausprobieren. So, Säge. Säge, Säge, Säge. Ich säge jetzt hier ein bis zu dem Loch. Das ist meine Markierung, wie weit ich sägen muss. Man kann es auch mit einem Stift markieren, aber das ist alles ein bisschen nicht so genau. Ich versuche es immer ganz schön zu machen. So, ich habe eine hervorragende Vorrichtung hier gebaut. Da lässt sich wunderschön drauf arbeiten. Biegen, ne? Ja, ja. So ist das. Wo ist überhaupt mein Teil? Ja, also, ich habe hier so ein abgeschnittenes HT53-Rohr. HT53 gibt's und. Es gibt HT50. So, ihr entscheidet, welche Größe ihr nehmt. So, HT53 ist größer. Da passen dann die Distanzringe rein. Ja, das ist die Sache, die ich jetzt nutzen werde. HT50 auf der linken Seite wäre jetzt nur die Pflanzkörbe hier reinstecken will. Ne, wer es nicht so aufwendig haben möchte, dann müsst ihr kleiner biegen. Ne? Und ich nehme jetzt muss ich gucken, dass ich nicht das Falsche nehme. So, das andere gleich wegtun. So. Und aus den HT53 Rohren habe ich natürlich gleich die Distanzringe gesägt, 2 cm breit. Ja, also kauft einfach 1 Meter Rohr und macht ihr auf jeden Fall 2 solche Dinger, die ihr zum Biegen nutzt. Auf jeden Fall müssen es 2 sein, weil wenn Wärme entsteht und ich zum nächsten Loch gehe, dass der erste Mal noch drinne stecken bleibt, weil sich das sonst vielleicht verziehen könnte. Ja. So. Stellen wir hierher. So, jetzt wird es interessant. Föhn. Ich habe jetzt hier einen Föhn, habe ich auch verlinkt bei mir hier, ne, unter Werkzeuge. Das ist noch mein alter Föhn, der war nicht gut, der hatte nur 2 Stufen. Ich kann ja die Stufen ja, drehen, wie ich sie brauche. Und dann habe ich halt ja, weniger Arbeit und muss weniger aufpassen. So, bin hier auf 3. So, 2000 Likes, vielen Dank dafür.
Das ist schon mal sehr stark. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Ne? Wieder kein Strom. Das ist lustig, ne? So. Also, Düsement, ne? Ich kann kein Französisch, aber Düsement, wisst ihr, was das heißt, ne? Langsam, ne? Ein bisschen vorsichtig sein. Halt, Moment, ich muss erstmal mir noch kurz Gedanken machen. Ich bin ein bisschen raus aus der Übung. Wenn das dann warm ist. Das war die andere Richtung. Hier rein und rüber. Okay. Hier rein und darüber. Legen wir es gleich mal so hin. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Hatte jetzt Sommerpause. Ich habe ja schon über 100 Rohre gebogen, aber die grauen hier hinten, die sind unkompliziert, aber das ist natürlich hier eine andere Sache. Halt. So, ich war gut vorbereitet, aber an das habe ich noch nicht gedacht. Wir brauchen Wasser. Dann tun wir es mal hier rüber. Steht noch vom ersten Pflanzturm, das war ja mein Prototyp hier, steht noch hier rum. Sehr gut, wir brauchen Wasser zum Abkühlen. Ja, irgendwas ist immer. Sehr gut, sind wir auch da vorbereitet. Geht's weiter. Okay, ich habe Angst. Hallo Sven, servus. Ich habe schon gesehen, du bist gejoint. Servus, ja, lang ist her, ne? Ich versuche mich mal heute an diesen sensiblen Rohren. Aus der Facebook-Gruppe hat ja einer schon die Rohre jetzt mal gemacht. Und nicht zu warm machen. Zweimal ist es ihm eingerissen, aber trotzdem sieht das Ergebnis im Endeffekt gut aus, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ich bin natürlich jetzt sehr ängstlich. Ich würde mal sagen, das reicht. So, ich bin voll in der Übung noch drin. Sieht gut aus. Hallo, Danny. Hey, servus, Rick. Abonniert den Rick. Rick Backpacking Lifestyle. Abonniert den Mann. Ey, so ein cooler Typ. Habe ich noch nie erlebt. Ist einfach mit dem Rucksack nach Teneriffa gemacht. Ja, und lebt da von der Luft und von der Liebe. Aktuell ja mehr von der Liebe auch, ne? Hast ja was, eine Mitbestreiterin bekommen. Ja, cool. regnet es bei euch? Wie sieht's denn aus mit dem Wetter? So, ja, cool. Wollen wir mal gucken, wie es geworden ist. Ja, seht ihr was? Ja, Rohr steckt. Ah, das sieht hervorragend aus. Müssen wir mal gucken, ob es wirklich hervorragend ist. Ja, der Ring passt wie Arsch auf Eimer. Und dann, wie gesagt, dieses, ja, der Mann hat es noch drauf. Hier, die klebe ich dann hier noch ein. Moment. Ich habe hier Aquariumkleber, habe ich alles verlinkt hier im Hintergrund, Homepage, ne? Aquariumkleber, ich will natürlich jetzt keine Kleber verwenden, die jetzt vielleicht für meine Gesundheit nicht so besonders sind. Aquariumkleber, ich bin Aquarianer. Wenn die Fische nicht verrecken, dann ist alles gut. Ne? Wird hier auf jeden Fall noch eingeklebt, hinten und vorne, dass wenn ihr dann die Gitternetztöpfe reinsteckt, dass dieser Ring halt nicht hoch und runter wandert. Ja, ja. So sieht's aus. Also, bin begeistert. Können wir mal weitermachen.
Ach so, was haben wir gelernt? Wir lassen hier so ein Rohr drinne stecken. Muss ich gucken, welche Richtung wieder. Zack. Dass es halt nicht hier verzieht, ne? Deswegen zwei machen. Wird ja ganz schön. Ja, man muss unheimlich aufpassen hier. Wenn er denkt, das ist schon genug, nochmal ganz kurz und dann war's das. So. Und dann auch hier ein bisschen in der Flucht, ne, so biegen, dass es so ein bisschen sehr gerade ist. Und dann einen Lappen drüber. Ja, und dann war's das schon. Und dann kann man schon wieder mit dem nächsten weitermachen. Ja, man muss gar nicht viel machen. Also Andreas weiß es ja auch und Sven, wie ich mich abgeschunden habe mit den HT-Rohren im Hintergrund hier links, wie lange das gedauert hat. Und hier kann man halt wirklich ganz schnell arbeiten. Sollte ja nicht zu viel machen, also zu heiß machen. Hallo Martino, das wären Pflanztürme. Wie du im Hintergrund siehst, hier, wir bepflanzen nach oben, um Platz zu sparen. Wer keinen Platz hat, auf dem Balkon, auf einer Terrasse, an den Zaun, wo keine Erde ist, wer halt wenig Platz hat, kann hier so vertikal anbauen. Mehrere Türme so nebeneinander, Pflanzen rein, bewässern, also mit einer Pumpe. Und dann ja, hast du auch Garten, obwohl du keinen Garten hast. Und auf meiner Homepage hier kannst du alles lesen. Ne? frankiesgarten.de. Hab eine coole Homepage, wenn du es selber bauen willst, halt kannst du alles nachgucken und dann, ja, wenn du Fragen hast, loslegen. Wir haben eine Facebook-Gruppe, alles verlinkt auf der Homepage. Da wird auch geholfen. Ne, Andreas, wir helfen. Andreas ist doch Spezialist in horizontal, oder wie war das weiter? Du hattest das an dem. Du hattest es an der Hauswand, ne, Andreas? Ach, ich kann mir nichts merken. Hallo Ingrid. Danke, danke. Ja, abonnieren nicht vergessen. Auf die Homepage gehen, auch nicht vergessen. Zeige ich noch mal alles, wem es interessiert. Wir bauen an Kohlrabi, was haben wir denn noch? Was klappt denn noch? Erdbeeren klappen super. Erdbeeren, Kohlrabi, Kräuter. Ich habe Zwiebeln noch gemacht. Ja, alles, was halt grün ist, ne, könnt ihr halt in solche Pflanztürme anbauen. Da braucht ihr nicht immer einen Garten dafür. Und wenn es Fragen gibt, wir haben eine schöne Community. Überall sind wir vertreten. Also, ich bin auf, ja, ganz wichtig wäre mir, wenn ihr mich in, ja, wie heißt es denn, in YouTube abonnieren würdet. Das wäre sehr schön, weil da habe ich gerade mal 130 Abonnenten und ab 1000 Abonnenten kann ich erst live gehen. Leider kann ich hier und da nicht live gehen. Ja, dann sind wir noch auf Insta, auf TikTok, auf Facebook sind wir überall. Oh, ist das ein Traum, ne? Er kann's. Ja, hier vorne ist immer ein bisschen schwierig von der Hitze her. Ja, also Wintermarie möchte ich, Bacchieu, alles Wintersalate möchte ich dann schon irgendwie anbauen, anpflanzen und möchten auch ein bisschen Salat essen im Winter, wenn draußen alles gefrostet ist. Ja, ich denke, das sieht gut aus. Ich verkaufe die Pflanztürme auch. Hab ich jetzt den Shop eröffnet gestern Abend. So, ja, fast perfekt. Ein Loch ist nicht ganz in der Mitte, obwohl ich mir Mühe gegeben habe, wenn man in die Flucht reinschaut. Aber na gut, das interessiert niemanden. Ne? Sieht gut aus. Aber ich bin halt sehr pingeliger Mensch.
hab mir schon extrem Mühe gegeben, aber ja, ist halt so, ne? Ja, so sieht das von innen aus. Ihr könnt es gerne mal liken, wenn ihr wollt. Und dann, wie folgt, habe ich hier diese Ringe. Die werden hier einfach reingesteckt. So, die werden aber noch verklebt. Auch ich habe so viele Ringe da. Die werden noch verklebt mit Aquariumkleber. Ist mir sehr wichtig, Aquariumkleber zu nehmen, weil das weil das halt nichts Schädliches ist, weil die Fische verrecken ja sonst. Ne? Kommen die Ringe rein, sieht erstmal optisch mega stark aus. Und dann passen diese Bitternetztöpfe, passen da wirklich, die passen ja so, geht gleich gar nicht rein, ne? Aber so eine Qualität ist das. Und wie toll das jetzt hier verschließt, also es ist wirklich ja ganz tolle Handarbeit. Dauert natürlich 90 Minuten, also wenn ich jetzt live gehe, dauert es länger, so ein Rohr. Aber 90 Minuten muss man da einplanen. Und sehr lange dauert es halt, dieses ganze Anzeichnen hier. Ja, habe ja schon angezeichnet. Ne? Ich baue hier auf drei Seiten. Also normalerweise kann man, ich habe jetzt hier 17 Löcher drin. Kann man auch hinten machen. Aber wenn hinten eine Hauswand ist, mache ich halt keine Löcher rein. Ne? Ist auch klar. Und wenn es frei steht mit Löcher, kann aber, das ist aber dann so, wenn ich hinten keine Löcher reinmache, ist es eine leichte Banane, weil ja die Struktur hier fest ist und vorne also aufgebohrt, wird es dann halt eine leichte Banane. Sieht kein Schwein, wenn das hier alles vollgewachsen ist. Ja. Und, aber ich bin schon sehr zufrieden und die Gitternetztöpfe sind so geil, die fliegen auch nicht mehr raus. Ist ganz wichtig, weil, stellt euch mal vor, ich habe hier eine fette große Tomate drin, die wird ja dann auch größer, ist jetzt hier aus dem Geiztrieb, ja, 10 Tage stand es drin, wenn die immer schwerer wird, dann kippt die natürlich nach vorne. Ihr merkt das nicht, weil eh alles grün ist und dann verreckt die, weil die kein Wasser mehr kriegt. Ja? Und deswegen so eine genaue Bauart ist jetzt anders wie jetzt hier hinten in der Ecke. Deswegen ist das ein bisschen aufwendiger. Und Zelt aber ist UV-stabil und da hat man halt viele Jahre Freude damit. Ja, ich bin hier schon mal begeistert. Geht's dann ganz einfach mal an die gegenüberliegenden Seite. So. Ich denke, das sieht bestimmt nicht schlecht aus. Haben wir sehen lassen. Ja? Haben wir jetzt schon zwei Sachen. Ah ja, cool. Ja, bei mir bestellt, ne? Den drucke ich hier noch 3D was aus. Das ist aber noch nicht final, das Ding. Das sind noch zu viele Löcher drin. Ich muss mich bloß erstmal mit dem FreeCAD-Programm auseinandersetzen. Ich habe selber noch nichts selber konstruieren können, weil das halt nicht so mein Fall ist. Aber mein Sohn ist gerade dran, der wird das herausfinden. Dann mache ich das so individuell, wie es mir gefällt, weil das ist ja eine Vorlage von Thingiverse. Und dann mache ich dann hier noch eine Öffnung rein, dass der Schlauch durchpasst. Die kann man aber selber bohren, weil ich mache ja jetzt hier nur noch eins. Das lasse ich ja zu und dann habe ich hier hinten Platz, da kommt das Rohr durch. Da werde ich dann hier in oberen Bereichen ein Loch bohren und dann wird der Schlauch durchgesteckt und das ist dann dafür da, dass das Wasser gleichmäßig verteilt wird. Genau, jetzt war es weg. Kommt aber wieder. Und das gebe ich dann hier noch mit dazu. Ja. Eine Sache. Ist aus PETG oder wie das immer heißt. Das ist Lebensmittelzeug. Kann man unbedenklich verwenden. Habe ich extra anderes gekauft. Nochmal für 20 Euro so eine Rolle. Weil ich habe auch PET. Das ist nicht so gut und das ist besser. Und dann habe ich das halt gekauft. Ja. Ja. So, gut. Ja, haben wir bloß noch eine Reihe. Sehr gut. Ja, nächstes Jahr werde ich ein Blumenmeer von Stiefmütterchen machen. Also mega, was ich hier mit meinen Rohre schon gezaubert habe. Ja, mega geil. Wasser wechseln tue ich gar nicht, weil sich das verbraucht. Wasser wechseln nur, wenn dein Wasser ja anfängt mit Stinken.
Wir brauchen ja ein Messgerät noch, ne? pH-Messgerät. So, warte mal, ich muss mal kurz in den Footer gehen. Wo bin ich denn? pH und EC-Wert von Gemüse. Jedes, ja, das kann ich auch mal zeigen. So, pH und EC-Wert von Gemüse. Ja, hier seht ihr meine Erdbeeren und so, ne? Bisschen viel geschrieben. Man braucht halt auch ein pH-Wert-Messgerät, weil wir müssen ja mit Dünger arbeiten. Die Düngerwerte für die Pflanzen stehen hier. Das heißt, wenn ich jetzt auf Erdbeeren gehe, brauche ich einen Düngerwert zwischen 0,5 und 1,8. So. Rechnen geht dann hier ganz unten scrollen. Oh Gott, habe ich viel geschrieben. Düngerwerte. Also ich benutze den Kanadünger. Wie viel Liter? In welcher Wachstumsphase die Dosierungsrechner? Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier einen Behälter von 15 Liter. Ne? Und ich habe ein hartes Wasser, ne, bei 0,6, man kann es ja messen. Und ich will eine normale Nahrungszufuhr haben, dann wähle ich ja aus, was ich hier für Dünger habe. Ich habe den Canna Aqua und dann gehe ich hier auf Berechnen. Und dann sagt er mir, wie viel Dünger ich brauche in verschiedenen, ich muss kurz gucken, genau, Flores. Hier muss ich jetzt 50 Milliliter reinfüllen. Ich würde aber erstmal mit der Hälfte anfangen, weil Regenwasser, wenn man verwendet, wenn man normales Wasser nimmt, hat ja auch einen Düngerwert, ne? Fängt erstmal mit der Hälfte an und dann füllt man hier 50 Milliliter rein und dann ist, ne, würde aber erstmal mit der Hälfte anfangen und gucken, wie es reagiert. Und ja, hier kann man das ganz genau nachschauen, wie viel man braucht. Ist bei mir natürlich alles verlinkt. Und dann messe ich das einfach mit den, ja, hier ist dann zum Beispiel der Dünger. Das ist jetzt Wurzelstimulator für Wurzelbildung. Und hier ist jetzt 14,46 Euro kosten hier zwei Flaschen. Das ist okay. Ich habe die Hälfte gebraucht, ne? Also kommt man zwei Jahre hin. Wäre jetzt noch, ich habe aber viel gehabt, ne? Also ihr seht ja, dass ich hier ganz schön was gemacht habe. Ne? Hier habe ich angefangen, ne? So habe ich angefangen Anfang des Jahres und dann sah das so aus, ne? Ganz toll alles geworden. Und ich habe auch zu viel Dünger verwendet, viele Fehler gemacht und ja, und dann zeige ich halt auch hier im Video, wie man halt misst, man steckt es rein. Kommt auch auf den pH-Wert an, der pH-Wert soll zwischen 5,2 bis 6,5 liegen. Und wenn der passt, dann haue ich den Dünger rein und der pH-Wert ist halt wichtig, weil unter 5,2 nimmt die Pflanze kein Eisen mehr auf und über 6,5 nimmt sie kein Kalzium und Kalium auf. Also du hast einen Nährstoffmangel, deswegen ist der pH-Wert halt wichtig und mit so einem Messgerät misst man das. Das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Also pH-Wert wird hier für jede Pflanze hier angegeben. Hier kannst du Radieschen bauen, Paprika, alles Mögliche kann man halt hier anbauen. Aber der pH-Wert sollte immer, ist eigentlich immer gleich, sollte bei zwischen 5,2 bis 6,5 liegen. Und ja. Und hier sind dann die für Erdbeeren die Werte. Ich bin bei 900 geblieben. Ich habe nicht auf 1800 erhöht, weil es hat ja funktioniert. Ich muss ja nicht zu viel Dünger reinhauen. Ja, ist muss ich mal ein bisschen damit befassen. Deswegen gibt es ja Facebook-Gruppen, wenn es Fragen gibt. Und dann hat man muss halt nur die zwei Werte beachten von pH-Wert und EC-Wert. Und dann war es das schon und dann Rest macht die Pumpe und dann wächst halt und du kannst dann irgendwann ernten. Ne? Genau, so, machen wir mal noch die zwei Löcher lesen, dann haben wir es schon. Naja, dann sind wir schon durch. So, genau. Ja, Facebook-Gruppe, die füllt sich gerade mit Mitgliedern, kriegt gerade eine Nachricht. Ich darf wieder welche begrüßen. Ja, ne? Und ja, tolle Sache. Sieht ordentlich aus. Habe ich jetzt einen zweiten.
Aber ich tue mich natürlich auch weiterentwickeln, habe jetzt bessere Materialien, Lebensmittel echt, sehen auch natürlich viel besser aus. Ich mache hinten keine Rohr, keine Löcher rein, weil das an der Wand kommt. Ich möchte natürlich den Wasseraustritt verhindern. Macht mir keinen Sinn, hinten Löcher reinzumachen, weil ich die muss die ja an der Wand mit fixieren. Wenn ich jetzt nicht so, ja, wenn ich es an der Wand mache, mache ich es halt mit solcher Halter fest. Und ja, es geht. Ne? Also ist nicht so stark verschoben. Also es sieht auf jeden Fall besser aus wie jetzt das Rohr hier drüben. Das ist stärker verzogen, weil ich das im Versetzt, ich habe es nicht mit dem Mal, wo Hitze entsteht, gemacht, sondern ich habe dann hier versetzt gemacht. Das, sieht man fast nicht, ne? Dass es eine leichte Banane ist. Damit kann man leben. Okay, habe ich dann doch rausgefunden, dass man das besser machen kann. Und ja, feine Sache. Und dann, ich versuche mich gerade hier an, ich habe Geiztriebe von Tomaten. Habe ich hier ja, abgebrochen vor 10 Tagen und möchte die jetzt einfach mal wachsen lassen. Nächstes Jahr mache ich hier Tomatentürme. Da suche ich mir dann, ich habe schon was im Auge, eine Tomatensorte aus, die die kleine Früchte trägt und die sehr viel werden. Da bin ich ja mal gespannt. Die baller ich dann voll. Mache die natürlich an der Pergola fest. Ich baue einen großen hydroponischen Garten auf bei mir mit einer Holzpergola, wo ich dann die Pflanztürme reinstecken werde. Und mit der Pergola kann ich natürlich dann Tomatenhaken runterhängen lassen. Und bin ich ja gespannt, ob das funktioniert. Wir werden es sehen. Ich werde natürlich berichten. Wer da Interesse hat, kann mich da begleiten. Ne? So, meine lieben Gartenfreunde, schön, dass ihr da wart. Und ich verabschiede mich jetzt. Es ist schon fast Mittagszeit. Nochmal zu meinem Kind gehen. Und vielen Dank und tschüssi.